Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu Tag 2 der Transformation im Mai. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute geht es so ein bisschen darum, wir sprechen ja über Transformation, über Veränderung insgesamt und auch über den Reichtum in dir, den du erkennen darfst. Und heute geht es darum, weshalb du eigentlich nicht zufrieden bist. Ja, oder warum es dir nicht gut geht. Was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass es einen Bedarf gibt, zu transformieren? Wir hatten gestern an Tag 1 schon mal diese zwei Kräfte, die uns in eine Transformation drücken oder ziehen. Ja, aber was ist überhaupt der Grund dafür, weshalb du nicht zufrieden bist? Und wir schauen uns einfach mal an, wer wir überhaupt sind. Ja, du bist das Leben selbst. Das Leben fließt durch dich. Und wenn wir uns angucken, wie Leben funktioniert, dann ist es permanenter Fluss, permanentes Wachstum. Und du als Teil des Lebens funktionierst genauso. Du möchtest dich entfalten, du möchtest permanent wachsen und immer weiter sozusagen dein Potenzial freigeben. Wahrscheinlich hat die Welt noch gar nicht gesehen, was du alles zu bieten hast. Wenn wir uns anschauen, die größten Genies, sozusagen von denen wir wissen, haben ihre großartigen Werke häufig erst nach dem 50. Lebensjahr der Welt geschenkt. Das heißt, wenn du glaubst, dass du alles schon getan hast, gesehen hast, gemacht hast, was es über dich zu wissen gibt, dann würde das ja bedeuten, ja, du hast alles an dir bereits gesehen. Es gibt nichts mehr zu tun. Und so funktioniert das Leben nicht. Das Leben fließt durch dich in jedem Moment. Du bist das Leben. Ja, es atmet dich. Du atmest nicht mal selbst. Das Leben atmet dich. Und alles in der Natur funktioniert so. Schau dir deinen Körper an. Wir wissen, du bist nicht dein Körper. Ja, du bist ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht, hier in dieser materiellen Welt ist alles wunderbar. Du hast einen Körper und du hast einen Intellekt. Und dein Körper arbeitet permanent. Dein Herz schlägt, ob du wach bist, ob du schläfst. Dein Blut fließt permanent, permanent. Alles, was Stopp bedeutet im Blutkreislauf, in deiner Darmtätigkeit, bedeutet Tod. Absterben, fertig. Wenn es nicht mehr fließt, bedeutet es, das war's. Und im Leben ist es auch so, in der Natur ist es auch so, stehende Gewässer kippen um. Die Zeit läuft immer weiter. Jeden Tag geht die Sonne wieder auf, bewegt sich, geht auf einer anderen Seite wieder unter. Das ist die Natur des Lebens und du bist ein Teil davon. Und das heißt, es ist total gut, dich nicht zufrieden zu geben. Oh, Achtung Trigger, Achtung Trigger. Wahrscheinlich hast du dein halbes Leben, dein ganzes Leben gehört, jetzt sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Ständig willst du irgendwas Neues. Immer muss es irgendwas anderes sein. Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Lass es doch mal gut sein. Nein. Nein. Das ist völlig wider deine Natur. Ja, du darfst immer dankbar sein für das, was du hast. Oh, wie schön, dass ich das habe, wie schön, dass ich das erreicht habe, wie schön, dass es das in meinem Leben gibt. Was gibt's denn dann noch? So wie die Kinder sind. Ja, wir gewöhnen es unseren Kindern ab zu wollen. Das ist total gut. Wir kennen das alle, ja? Mami, Mami, nur noch das eine. Ich will nur noch das. Wenn ich das habe, will ich nie wieder was anderes. 3 Minuten später, oh Mama, kann ich das bitte auch noch haben? Das ist die Natur von uns Menschen und so sind wir gedacht. Du bist nicht fertig. Du bist hier, um zu kreieren, um Dinge zu erschaffen, aus dir rauszuholen. Und damit bist du nie fertig. Und dass du irgendwas noch nicht erreicht hast, hat nichts damit zu tun, was du für ein Potenzial hast. Und deine Essenz spürt das. Und das ist das, was diese Unzufriedenheit macht. Dein Kern, deine Essenz, weiß genau, was in dir steckt und dass du noch mehr sehen möchtest, machen möchtest, geben möchtest, erreichen möchtest, dass du dich noch weiter entfalten willst. Und wenn du diesen Glaubenssatz hast, dass du zufrieden sein musst und bremst dich damit aus, dann verursacht das Schmerz.
Also, es ist absolut natürlich zu wollen, nicht zufrieden zu sein mit dem, wo man gerade ist. Stell dir vor, die Kinder, die müssten zufrieden sein, dann würden die sagen, naja gut, okay, ich bin jetzt 10 Monate alt, ich bin jetzt mal zufrieden mit dem, was ich habe. Laufen, es muss nicht sein. Ich bin jetzt einfach mal zufrieden mit dem, was ich habe. Nein. Das heißt, wenn du einen Wunsch nach mehr hast, einen Drang nach, ich würde so gerne mehr sein, mehr machen, mehr haben, dann ist das wundervoll. Das ist das Leben, was durch dich fließen möchte. Und wenn du diesen Drang hast und diesen Wunsch hast, wo kommt der her? Ebenfalls vom Leben selbst. Und wenn du diesen Drang hast, diesen Wunsch, dann bedeutet es, das ist für dich und es ist jetzt auch dran. Ja? Gehen wir wieder zurück zu den Kids. Die haben nicht den Drang, wenn sie 3 Monate alt sind, sich auf die Beine zu stellen und zu laufen. Es ist noch nicht dran in ihrer Entwicklung. Sie sind noch nicht da. Wenn sie den Drang und den Wunsch haben, laufen zu lernen, dann, weil sie es können, weil sie die körperlichen Voraussetzungen erfüllen, die geistigen Voraussetzungen, um das zu tun. Mit dir ist es genauso. Wenn du den Wunsch nach mehr hast, dann, weil du es kannst. Und dich auszubremsen mit Glaubenssätzen, die wir aufgeschnappt haben von anderen, ist schmerzhaft. So, haben wir das schon mal geklärt. Du musst nicht zufrieden sein, du darfst immer dankbar sein. Und dann, ganz im Zeichen von dem Workshop, den wir vom 18. bis zum 20. März, erkenne den Reichtum in dir, ja, Schluss mit Selbstsabotage, starten, wollen wir auch noch ein bisschen auf diesen Reichtum in dir eingehen. Denn ja, um dich zu entfalten, um nicht nur mehr zu wollen, sondern auch mehr machen zu können, brauchen wir auch Mittel. Das heißt, ganz materielle Werte, definitiv. Wir brauchen materielle Möglichkeiten, um uns zu entfalten. Wir Menschen haben uns darauf geeinigt, ja. Und das ist aber nicht die einzige Ebene, die einzige Fülle, wo wir sozusagen den Reichtum haben, erleben, spüren dürfen. Aber auch. Das heißt, überhaupt müssen wir erstmal verstehen, dass wir im Außen nichts finden, was wir im Innen nicht sehen. Denn alles ist zweimal da. Alles entsteht zweimal auf zwei Ebenen. Zuerst vor unserem geistigen Auge, als Gedanke, als Idee. Jeder Stuhl, jeder Tisch ist zuerst in irgendjemandes Kopf entstanden. Irgendjemand hat sich gedacht, boah, nee, auf dem Boden zu sitzen, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Meine Beine schlafen ständig ein und es ist super unbequem. Es wäre total schön, wenn wir irgendwas machen könnten, wo wir ein bisschen höher sitzen, wo man die Beine so einfach anwinkeln kann und wo wir auch eine Rückenlehne hätten. Das hat sich jemand überlegt und dann hat er es erschaffen. Und so ist es mit allem. Auch mit der Fülle, mit dem Reichtum. Wie du eine Sache machst, so machst du andere Sachen. Das heißt, Fülle ist Fülle. Wenn du die Fülle sozusagen in dir erkennst, und das ist das, was wir im Workshop genau machen, sei gerne dabei, bist herzlich eingeladen, dann kannst du sie auch im Außen sehen. Und dann kannst du die Fülle auf einem schönen Blumenfeld sehen und dann kannst du aber auch die Fülle sehen, die für dich da ist in ganz materiellen Werten, damit du dich weiter entfalten kannst. Und ich lese dazu etwas von Wallace D. Wallace vor. Und das ist direkt auf der ersten Seite. Und es geht um das Recht, reich zu sein. Auf allen Ebenen. Aber auch in der materiellen Welt. Und das kann durchaus ein bisschen triggern. Ja? Und er sagt oder er schreibt hier, man kann zur Rechtfertigung der Armut sagen, was man will. Fakt ist, dass man kaum ein erfülltes und erfolgreiches Leben ohne Geld führen kann. Kein Mensch kann sein Talent oder seine Seele zur größtmöglichen Entfaltung bringen, es sei denn, er hat genügend Geld zur Verfügung. Um die Seele zu entfalten und Talente zu entwickeln, benötigt er vielerlei Dinge.
Hat er jedoch nicht das nötige Geld dafür, kann er diese Dinge nicht erwerben. Ein Mensch entwickelt seinen Geist, seine Seele und seinen Körper, indem er sich Dinge zunutze macht. Unsere Gesellschaft ist so organisiert, dass man Geld haben muss, um Dinge zu besitzen. Deshalb muss die Grundlage für allen Fortschritt des Menschen der Weg zum Reichwerden sein. Wow, das lassen wir uns einfach mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen und lassen das einfach mal ein bisschen wirken. Und du kannst mir gerne deine Gedanken dazu schreiben, mir Feedback geben hier unter diesem Beitrag, mir sagen, wie das für dich ist, wie sich das für dich anhört. Ja? Triggert dich das? Findest du das unmöglich? Oder sagst du, mein Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja? Also, ich hoffe, das war inspirierend für dich und hat dir so ein bisschen eröffnet, was es mit dieser Zufriedenheit auf sich hat. Und dass es total nicht nur in Ordnung, sondern wichtig ist, sich entfalten zu wollen. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen 2. Mai und sage bis morgen. Deine Annika. Ciao.